Hallo und herzlich willkommen auf dem Snipers YouTube-Kanal. Ihr kennt mich bereits, mein Name ist Dennis und heute darf ich euch zum dritten Teil unserer Evolution of Assault Rifle Serie begrüßen. Im zweiten Teil habe ich euch die M14 von Tokio Marui vorgestellt und heute habe ich die Waffe mitgebracht, die das M14 abgelöst hat. Das M16 und hier insbesondere der Airsoft-Nachbau von LCT als A4-Version. Das M16 wurde im Verlauf des Vietnamkrieges als Nachfolger des M14 eingeführt. Im Laufe des Krieges hat es sich nämlich gezeigt, dass die M14 im vollautomatischen Schussmodus unkontrollierbar war und außerdem zu wenig Munition mitgeführt werden konnte, um eine Feuerüberlegenheit gegenüber der vom Gegner eingesetzten AK-47 zu erhalten. Deshalb wurde ein Kompromiss zwischen dem leichten M2 Carbine und dem feuerstarken, aber schweren M14 entwickelt. Das M16 A1 war geboren. Das M16 A1 war im Vergleich zum M14 leichter und Soldaten konnten mehr Munition mit sich führen. Das M16 war nicht nur im Vietnamkrieg eine Erfolgsgeschichte, sondern wurde weltweit in zahlreichen Konflikten eingesetzt und ständig weiter verbessert. Das M16 A2 zum Beispiel wurde technisch verbessert und erhielt statt dem vollautomatischen Schussmodus einen dreischüssigen Burst-Modus, da sonst zu viel Munition verschossen wurde. Das M16 A3, welches in kleiner Stückzahl an Navy Seals ausgegeben wurde, erhielt einen Safe-, Semi- und Vollautofeuermodus. Das M16 A4 wurde erstmals mit einer Picatinny-Rail für das Anbringen von Zubehör ausgerüstet und verfügte auch über die Feuerwahlhebel der M16 A3. Das war ein kleiner Exkurs in die Geschichte des M16, jetzt kommen wir zur Airsoft-Version, zur M16 A4 von LCT. LCT ist bereits seit Jahren die Marke, wenn es um hochwertige AEG-AKs geht. LCT setzt auf Realismus und Haltbarkeit zu einem fairen Preis auch bei den M4 und M16 Modellen. Das Besondere der M16 A4 SIG von LCT ist das Electronic Blowback System. Hierbei wird ein leichter Rückstoß mit einem pneumatischen System erzeugt. Eine Nachbildung des Bolts wird bei jedem Schuss nach hinten bewegt, dank einer Vollmetallbauweise, was bedeutet, dass jegliche Bedienelemente sowie das Gehäuse selbst aus Metall hergestellt sind, bringt die Waffe ca. 3,4 kg auf die Waage. Hierbei muss man noch erwähnen, dass der Flashhider, der Außenlauf sowie der Kornträger aus Stahl gefertigt sind und Mil-Spec-Abmaße aufweisen, was die Waffe noch realistischer erscheinen lässt. Das Gehäuse der Waffe verfügt außerdem über eine sehr realistische und kratzfeste Beschichtung. Lediglich der ergonomische Pistolengriff sowie der Festschaft sind aus hochwertigem Nylon gefertigt. Am Ende des Festschaftes kann eine Klappe geöffnet werden, in der auch der Akku untergebracht wird. Das lange M16-Schienensystem ist aus Aluminium-CNC gefräst und ermöglicht das Montieren von Anbauteilen wie Packbox, Griff und Optik. Die untere Hälfte des Schienensystems kann abgenommen werden, um hier einen M203 Granatwerfer an der Waffe zu befestigen. Eine Slingaufnahme wurde vorne unter dem Kornträger sowie am Schaft verbaut, sodass man direkt den klassischen M16 Sling verwenden kann. Die Waffe wird mit einem Carry Handle mit integriertem Rearsight ausgeliefert. Hier kann das Sight sowohl in der Höhe als auch in der Seite verstellt werden. Außerdem kann man die Kimme für Nah- und Fernvisierung umklappen. Natürlich kann man den Carry Handle abmontieren, um so Platz für moderne Optiken zu schaffen. Die Waffe wird mit einem 300 Schuss High-Cap Magazin aus Stahl ausgeliefert. Allerdings kann man hier auch alle gängigen M16 und M4 Magazine verwenden. Das Magazin kann hier von der rechten Seite ausgeworfen werden. Den Selector Switch kann man hier zwischen Safe, Semi und Auto verstellen. Natürlich ist wie immer nur der Semi-Schussmodus funktional. Im Chronotest erreichte die Waffe eine Energie von knapp 1,3 Joule und ist somit perfekt für Spieler geeignet, da die Leistung nicht so hoch ist, aber dennoch eine ordentliche Reichweite erzielt wird. Im Schusstest auf 25 Meter ergab die Waffe ein sehr schönes und präzises Trefferbild. Natürlich muss man dementsprechend auch das Hop-Up einstellen, was bei der M16 A4 von LCT sehr leicht und schnell durch das Auswurffenster möglich ist. Alles in allem kann man sagen, dass diese Waffe vor allem Spieler erfreuen wird, für die Spielbarkeit und Realismus auch bei SRGs einfach dazugehört. LCT liefert also eine super Spielerwaffe ab, die mit dem einwandfrei schnellen Ansprechverhalten wie für Spielfälle geschaffen ist und dank der sauber verarbeiteten und zuverlässigen Gearbox kaum jammen wird. Das war der dritte Teil unserer Evolution of Assault Rifle Serie. Ich werde mir das M16 A4 von LCT auch zulegen. Ich hoffe, euch hat mein Review gefallen. Bei Fragen schreibt es mir in die Kommentare oder besucht uns auf www.sniper-as.de. Im vierten und letzten Teil der Serie werden wir uns mit dem Nachfolgemodell des M16 beschäftigen, nämlich mit dem M4. Das war's soweit von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.